Hast du schon gehört? Ein Lamborghini und ein Bentley von 6ix9ine werden zwangsversteigert. Im Jahr 2023 wurde 6ix9ine zu einer Strafe von 10 Millionen Dollar verurteilt. Der Grund? In einem Nachtclub hat 6ix9ine einer Tänzerin eine Champagnerflasche über den Kopf gedonnert. Zahlen konnte er die 10 Millionen Dollar Strafe nicht. Daraufhin beschlagte die Steuerbehörde ein 2019er Lamborghini Urus und ein 2017er Bentley Continental GT. Diese beiden Autos werden jetzt zur Versteigerung angeboten. Der Bentley liegt aktuell bei einem Gebot von 40.000 Dollar, der Lambo bei knapp 60. Beide Autos haben einen Kilometerstand von unter 50.000. Mitbieten kannst du noch bis Ende Juli. You could be a rat, no matter how much you work for them people. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.